Lieben, ich bin heute bei der Lisa. Hi. Und wir machen den Blindschminken. Ist das ein Tag? Ja, wir machen Tag. Wir machen Blindschminken. Und ich habe sie auch schon blind geschminkt. Das findet ihr auf ihrem Kanal, den kann ich auch gerne mal in die Infobox verlinken. Und sie wird mich jetzt schminken. Sie hat sich hier schon ein paar Sachen zurechtgelegt. Ja. Und verbindet sich jetzt die Augen. Genau. Mal schauen, ob ich das genauso schön mache. Ich habe es wirklich toll gemacht, ja. Wie hast du das eigentlich, das Tuch hier umbekommen? Ist das nur einmal? Ja, ne? Einmal drum. Ach so, nur einmal rum, ja. Aber ich hatte es ganz toll auf der Seite wie ein Pirat. Oh. So. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch. Es ist nämlich gar nicht so leicht, wie es aussieht. Aber es fühlt sich sehr lustig an, wenn man das so gar nicht... Also ich finde, wenn man sich selber schminkt, dann sieht man das ja auch alles und man nimmt das so anders wahr. Auch wenn man sich selbst ohne Spiegel schminkt, ist es leichter, finde ich. Ja. Weil man weiß ja, wo man sonst mit dem Pinsel überall hingeht und so. Aber so hat man wirklich gar keinen Plan und muss sich erstmal so herantasten quasi. Okay. Dann wollen wir mal. Okay, also... Ich habe jetzt einen ganz special Look. Sehe ich noch ein Bild? Ja, ja, bist du. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. So. Wir fangen mit der Foundation natürlich an. Ich habe die gleiche. Zum Mischen natürlich. Das ist die L'Oreal Lumimagic Foundation in der Farbe DW6. Oha. Und wir nehmen auch einen Evelyn Puderpinsel. Ja. Oh Gott. Oh. Hat zum Glück auch Pumpverschluss. Ja. Da dippe ich jetzt auch mal rein, wenn ich es finde, ich glaube. Oh so, Gott. Ich orientiere mich wieder an den Augenbrauen. Ja, Achtung, mach das. Achtung, Achtung. Okay. Hast du eigentlich Ohrringe drin? Nicht, dass ich dir deine Ohrringe anmale. Habe ich, aber die kann man ja waschen. Also man weiß überhaupt nicht. Also ich glaube, ich werde gleich sehr dezent Make-up tragen. Sehr dezent? Mhm. Wirklich dezent? Nein, oder? Absolut nicht. Ich glaube, so viel wie du bis jetzt verwendet hast, habe ich noch nicht mal fürs ganze Gesicht bisher verwendet. Ich weiß auch gar nicht, wie viel rausgekommen ist. Naja, solange du alles gut verblendest, ist ja alles gut. Ja. Sehr schön. So? Wie so eine kleine Massage. Das fühlt sich lustig an, oder? Mhm. Also ich muss sagen, so riecht das ganz schön chemisch, das Make-up. Das ist mir bisher noch gar nicht so aufgefallen, ja. Das, was ich, also womit du mich vorhin geschminkt hast, das riecht total lecker. Frühling. Frühling. Magst du mir das... Achso, möchtest du noch mehr? Nö. Achso, was willst du? Habe ich da noch was drauf? Ja. Magst du mir das abkürzen? Achso. Womit mache ich denn jetzt weiter? Ich glaube, ich mache die Augenbrauen einfach mal ganz fix. Ja. Sag mal eben was. Hallo. Warum? Ich mach die Augen mal lieber zu, ja. Sonst fehlt mir nachher eins. Ja. Und zum Glück habe ich keine Kontaktlinsen oh mehr. Oh Gott! Das ist voll schwierig, ne? In den Augenbrauen. Du hast ja zum Glück auch welche. Da muss man gar nicht sehr viel malen. Ich hoffe, das Ding hier geht mir nicht ab. Der wackelt so. Na. Ich weiß nicht, von welcher Seite man kommen soll, ne? Das ist auch der Catrice, ne? Der ist nicht so... Genau. Nee, der ist ein bisschen fester. Ja. So, ich glaube die erste... Also du bist schon mal so theoretisch an der richtigen Stelle.
Aber auch nur theoretisch. Ja, ich weiß ja nicht, wie. Ich muss mir das gleich mal angucken. Ich glaube, ich hab's. Okay. Ich mach das schon. Ja. So. Dann, ich mach auch mit den Augen weiter. Mhm. Ich habe mir von P2 die Palette rausgesucht. Ich bin jetzt gar nicht mehr so ein Thema mit den ganzen Farben. Sind auf jeden Fall sehr viele bunte dabei. Ja, wir gucken mal. Ich wollte eigentlich noch im unteren Wimpernkranz was Farbiges hinsetzen. Ich glaube, ich lasse es aber. Weil. Ja, ja. Wir wollen ja die beiden Augen behalten. Nee, ich lasse es, glaube ich. Wir können ja gleich mal gucken, genau, wie sicher du dich am Auge fühlst, ja, und so. So, das sind die Farben. Das sind die Pinsel. Ich werde jetzt erstmal. Ich fange immer mit der Lichtschalte an. Also, Mädels, ich habe den totalen Durchblick. Wieso? So, ich bin gespannt, welche Farbe du wählst. Soll ich euch eine Farbe zeigen? Die? Finde ich gut. Das wird schwierig, ne? Oh, guck mal, wie schlau du bist. Den Trick hätte ich vorhin auch mal anwenden sollen. Okay. Ich lasse, glaube ich, meinen Finger da jetzt auch in der Farbe drin. Ja. So. Und dann setze ich das hier hin. Mhm. Und verblende das auch. Die schon mal halt. Naja. Ich bin gespannt, sagen wir es mal so. So. Die Farbe brauche ich dann nicht mehr. Das Auge. Also Augenbrauen sind wirklich gute Orientierung. Ja, ne? Mhm. Oder auch nicht. Ach ja. So. Habe ich das verblendet? Okay. So. Mhm. Erstmal verblendet habe ich. Mhm. Mhm. Okay. Jetzt nehme ich bin ich noch in der Palette drin? Mhm, bist du? Man sieht es nicht. Ja. Jo. Sehr gut? Der ist gut, ja. Oder den? Das kommt drauf an, was du vorhast, ne? Okay, ich glaube, ich nehme den. So, den nehme ich jetzt fürs gesamte Lid. Ui, ui, ui. Darauf habe ich spekuliert. Es wird ein bisschen dezenter. Ja, auf jeden Fall. Ist der ganz oben? Mhm. Okay, das mehr. Welche Seite? Von welcher Seite habe ich den Pinsel denn jetzt? Okay. Base haben wir uns mal gespart. Ich glaube, ich brauche noch mehr Farbe. So, bitteschön. Sie hat sich jetzt gemerkt, wo die Farbe war, die sie benutzt hat. Ja, sehr gut. Ich kann mir gerade vorlesen, wie die Kinder da haben. Ja, toll, wenn die irgendwas super zu machen haben. Du übertreibst immer vollkommen. Ja. Achso, nochmal die. Okay. Achso, ja. Ich glaube, ich war noch nicht fertig. Muss ja auch alles. Oh je. Okay. Mhm. Nächstes Auge. Mhm. Mhm. Nein, ja. Nee. Ja. Ah, sehr gut. Sehr gut. Ja. Ja.
haben wir großflächig verteilt. Hm. So, und jetzt nehme ich noch was für den äußeren Augenwinkel. Ich glaube, ich sehe ganz toll aus. Ich kann es nicht so gut sehen im Display. Das glaube ich auch. Jetzt habe ich nichts für außen. Ich drehe den um. Ja. Und jetzt nehme ich die. Mhm. Interessante Wahl. Nicht gut? Mhm. Weiß ich noch nicht so genau. Soll ich die mithalten, die Palette? Also ich muss mich orientieren. Ach du Scheiße. Vielleicht ist es hier länger. Nee, okay. So, das setzen wir nach außen ein wenig. Mhm. Wir überlappen das auch. Vielleicht. Doch, ich glaube, du bist richtig gewesen. Also, wenn du das vorhattest. Schade, dass ihr das jetzt hier nicht sehen könnt, wie sie die Farbe versucht wieder zu finden. Soll ich das mal zeigen? Ja, bitte. Ich habe mich gerade ein bisschen orientiert. Ich glaube, diese Seite war ein bisschen länger als diese Seite. Ich weiß nicht, hier so? Vielleicht den? Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, welche Seite ich hatte. Ich mache einfach mal diese Seite hier. Oh, oh Gott, wie viel du da... Warte mal. Okay. Mir geht gar nichts davon. Das kann man auch sonst hier so drauf machen. Ja, okay, so ist gut. Mhm. So. Mhm. Man kann natürlich auch einen anderen Pinsel dafür nehmen, aber man kann auch den nehmen. Ne? So. Den kriege ich noch nicht mal bei mir hin. Bitteschön. Ja, so ging es mir auch. Jetzt wird spannend. Ja. So. Nochmal? Mhm. Bitteschön. Nein? Okay. Ja, danke. So, okay. Ich hab's. Okay. So, weiter geht's. Wimperntusche können wir machen. Ach ja, die wollte ich dir holen. Für den dramatischen Look. Zum Glück kleben keine Wimpern an. Oh Gott, das wär's noch. Das habe ich mir geschenkt jetzt. Oh, ich möchte raten. Ich möchte raten. Es fühlt sich an wie die Schmetterlingsmaskara. Nein. Aber das ist halt die Manga. Ja! Hm? Die haben auch alle, glaube ich, hier so Nüppel unten. Ich Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Ich nehme sie mal, ne? Ja. Okay. Zumachen? Ja. Interessant. Du hast die Wimpern. Nein. Komplett falsch, komplett falsch, komplett falsch. Da? Höher oder tiefer? Wo fällt's anders? Tiefer. Rechts. Also dein Links. Wo sitzen deine Wimpern eigentlich? Verlass dich einfach auf dein Gefühl, du kriegst das schon hin. Okay, dann machen wir eine andere Seite. Ja. Mhm.
Okay. Super. Meinst du nicht wirklich noch bunt und Tesoro machen? Nee. Okay. Ich glaube, das reicht so, oder? Also ich finde mich wunderschön, ja. Okay. Dann geht's weiter mit Blush. Ich habe da... Mhm. Nein, links? Ja. Ich habe mir da von Sleek die, ich glaube, die Lace-Palette, ne? Oder? Ja, die Lace-Palette. Die Lace-Palette habe ich mir rausgesucht. Oh, wie sind die Farbanordnungen? Ja. Links. Das links. Ja, weiter. Ja. So. Die Suche nach dem Pinsel. So, ich bin gespannt, welche Farbe du nimmst. Ich nehme den, also ich nehme den hier. Und zum Glück sind die so gut pigmentiert. Ich kann mich abklopfen. Mhm. So. Streichen, ganz normal lächeln für die Apfelbänkchen. Wo war ich? War ich im Ohr oder wie? Nein. Okay. Wo ist alles gut? Wo ist die? Ja, ja, hier. Weißt du? Also ins Ohr sollte das eigentlich nicht. Ein bisschen mehr Konzentration. So. Danke. Obacht, nicht die Ohren. So mal ist meine Haare. Oh je. So. Okay, ich glaube, wir haben es. Sehr schön. Jetzt machen wir noch einen Highlighter. Den hätte ich vielleicht eher machen müssen. Ich habe nämlich einen Liquid Highlighter, habe ich mir ausgesucht. Von Sleek. Der hier. Der ist eigentlich mega schön. Und sehr kompliziert, weil... Moment, ich zeige euch das. Nicht, dass er tropft. Der hat hier so ein Ding. Spachtel. Ein Spachtel. Paddel. Warte. Das sieht spannend aus. Jetzt habe ich mir den hier drauf getan und jetzt... Normalerweise kann man sich das auch direkt auf die Wangen machen. Aber um das jetzt besser zu dosieren, mache ich das auf die Finger. Mhm. So, warte. Lippenbogen. So, vielleicht. Okay. Mhm. Mach ich die Fingerchen wieder sauber. Nicht, dass du gleich Highlighter in der Haare hast. Das würde gut zu Blush passen. So. So. Okay, und jetzt sind eigentlich noch die Lippen dran, ne? Davor habe ich auch ein bisschen Angst. Ich nicht. Links, ja. Tada! Das ist ein Make-up Revolution Salvation Velvet Lecker. Ja. In Keep Crying For You. Ja, den habe ich mir ausgesucht für dich heute, weil das zum Augen-Make-up passt. Das harmoniert mit den Farben ganz gut. Mhm. Und wir wollen die Lippen jetzt ein bisschen rausstellen. Das Schöne an dem ist ja, dass der fest wird. Also der geht da nicht mehr weg, ne? Yes. Und das wollen wir. Scheiße. Okay. Er nimmt noch auf, ne? Mhm. Bin ich denn richtig? Was? Hoch oder runter? Hoch. Hoch. Mhm. Okay, egal. Nicht gut? Sag doch was. Das sieht gut aus. Das ist halt. Jetzt mag ich aber nicht mehr. Ich weiß ja auch nicht, wo der Stab ist. Mhm. Ein bisschen hoch.
viel weiter hoch. Mhm. Okay, mach mal. So. Mhm. Okay. Okay, ich hab's. Okidoki. Du kannst ja sonst gleich nochmal nachziehen. Ja. Weil der Rest ist so schön. So, ich bin fertig. Wie findet ihr? Also ich hab nichts mehr, ne? Ich find's wunderschön. Der Highlighter auch. Also der ist richtig bam in your face. Nein! So, Lisa, willst du mal gucken? Ja, bitte. Also sehr, sehr farbenfroh. Das ist hell. Krass hell, ne? Ja, pass mal auf, wie mein Gesicht aussieht. Moment, ich muss mir den Moment noch aufheben. Mhm. Oh Gott, ist das hell. Hell, oder? Oh nein! Oh. Bin ich schön. Also die Kombination aus dem lila Mint gefällt mir gut. Ja, also das sollte eigentlich, also das Mint sollte eigentlich in die Lidfalte, hast du gesagt. Ja. Da warst du ein bisschen falsch. Aber dafür ist das Lila eigentlich an der Stelle, wo sein sollte. Und der Eyeliner. Ja, ein Traum. Der Eyeliner ist wirklich. Und da habe ich dir die Wimmertusche hingemacht wahrscheinlich. Ja, und dann warst du hier unten auch. Und die Augenbrauen sind da. Ja, super. Also wenn man dünnere Augenbrauen hat, einfach oben drauf machen. Genau, einfach oben drüber. Aber der ist schön. Ja, der ist richtig schön. Richtig schön. Also eigentlich, es hätte gepasst, ne? Von den Farben her. Ja. Vielleicht sollten wir den nochmal... In schön schminken. In schön. Ja, das können wir doch machen. In anders. Ja. Du kannst das. Das könnten wir doch mal machen. Du machst das und ich mach das und dann. Ja. Hammer. Ja, also ich finde mich wirklich toll. Der Leiter, der ist da auch so. Ja, richtig. Da. Ne? Gar nicht fleckig. Hey, du hast auch so viel auf die Finger und da bist du schon so, oh Gott. Nein. Ja. Aber vom Blush sieht man irgendwie nicht so viel. Und hier ist der, das ganze Make-up und da ist irgendwie nichts mehr übrig gewesen. Stimmt. Ja. Hm. Aber nee. Das war so sehr schön. Ja. Dann ist der gut. Schön. Ja. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja, mir auch. Wie gesagt, schöner geht's nun mal nicht. Nachschminken nicht vergessen. Ja. Gerne an uns senden bei Instagram, genau. Oder so. Schaut euch auf jeden Fall das Video von ihr noch an. Wie gesagt, ich mache es in die Infobox. Und ja, vielen Dank fürs Zugucken. Ich übe mich jetzt erstmal ins Licht wieder. Ja. Ein wenig. So ging es mir auch. Ja. Und wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag. Genau, bis dann. Tschüss. Ciao. Okay, jetzt sind wir wieder auf Sendung. So. Also wir haben die Lisa da, die ist aber eigentlich gerade nicht da, weil ich traurig bin. Ja. So, okay. Ja. Ich hab's sofort. Okay. Sehr schön. Oh Gott. Soll ich mal irgendwie kurz Stopp machen? Mhm. Wie? Einfach auf den runden einfach Knopf? Genau. Da steht Batterie leer. Echt? Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich noch aufnehme, verdammt nochmal. Da müsste oben so ein roter Punkt sein. Ja. Dann nimmst du auf. Aber der ging nie weg. Oh, oh Gott, ich hätte die Augen zu, mich hat irgendwas gekitzelt, aber war Louis oder Benny, ich weiß es nicht genau. Na. Ah, hier ist ein bisschen Wimpernusche. Soll ich mich umdrehen und du guckst schnell? Warte. Ist die Kamera? Okay.